Wir haben ein schnelles Raufrennen in Richtung A von Complexity. Und wir gucken natürlich noch einmal auf die Quoten und sehen eine 1,24er-Quote bei Virtus Pro. Sehr gut steht man da bei den Jungs bei VP da mit der Quote. Und es geht jetzt hier rauf. James. Uiuiui, aber Poison direkt mit Gegenschlag. Yo, dann kommt Sanji. James, ja. Es ist die 4 gegen 3 Überzahlsituation. Ah, James, wasch. Oh mein Gott, das war so wichtig, da doppelt zu pieken. Und jetzt ist da noch die Smoke, jetzt kann man doch eigentlich fliegen. Es kommt vom Buster nochmal eine Shelly hier gegen JKS. Flame F. Ja, wollen wir Diffuse und ja, der fällt hier auch noch. Vier Mann sogar im Überleben bei Virtus Pro und das war ein wichtiger Start jetzt hier. Das ist noch nicht bekannt, wer die restlichen genau castet. Das wird ja meistens immer auch ein bisschen announced, Freunde. Daher kann ich das nicht so ganz nennen. Ich kann euch nur sagen, dass ihr das auf jeden Fall auch feiern werdet. Und das soll, sage ich mal, wieder eine sehr schöne Produktion werden. Also freut euch darauf, ne? Ihr müsst nicht immer alles sofort wissen, glaubt mir. Aber ich sag euch so, wie es ist. Donnerstag bis Sonntag einschalten. Nicht vergessen. So, Poison. Uiuiui, das Duell jetzt hier. Am Seitengang. Das hat er gesucht, aber nicht gefunden. Ihr Kinder. Poison mit dem Refrag. Rush nochmal hinterher. Sanji nimmt JKS raus. Und damit ist es eine 3 gegen 3 Situation. Gibt's hier die Nade. Schöner Fixpunkt. Ja, Rush ist damit auch down. Überzahl mal wieder. Buster kommt von hinten. Das ist eine gute Frage, warum die eigentlich nicht verschuss hat, ja. Keine Ahnung, weiß ich selber nicht ganz genau. Es geht jetzt hier erstmal für Complexity in Richtung Mitte. Sanji ist jetzt hier natürlich so mit den Jingle Peaks unterwegs. Er kann das gleich spotten. Und dann sollte es hier gleich noch ein Headshot regnen. Ah, na, da wurde er gespottet. Der Schuss kam. Konnte sieht halt eben auch, okay. Der piekt nicht nochmal rein. Und ihr Kinder kann den Kill gegen Poison jetzt hier in der A-Lobby kurzerhand machen. Oh, wie James hier kurzerhand nochmal die Lucky Punch versucht durch die Smoke. Verrückt. CT oder T-Map? Es ist auf jeden Fall eine T-Map. Auf jeden Fall. Das ist sehr T-lastig. Nie T gewonnen. Glaubt mir, im Professionellen ist das sehr T-lastig. Und Sanji. Oh, ist das gut gemacht. Oh, da. Verdattelt man's gerade. Virtus Pro mit der 3 zu 0.
Also ich kann ja jetzt so, ich kann ja mal gucken, was Complexity jetzt hier auf der Map schon so gespielt hat. Die haben hier, glaube ich, die besseren, also die meisten Stats halt eben auf Vertigo. Habe ich. Ich meinte würdest du Bro. Also Virtus Pro ist mit 52,6% der gespielten T-Runden gewinnen sie die und mit 47,5% die CT. Also sie verlieren über die Hälfte an Runden auf der CT-Seite und gewinnen aber auf der T-Seite dann über die Hälfte der T-Runden. Und Loki sagt es. Loki sagte es, Stufe 1 Sub hier, vielen, vielen Dank, im fünften Monat, Freunde. Und dann kam nochmal von JKS hier, das Duell wurde da verloren gegangen, Quickert hat's gewonnen, er hat aber nur noch 12 HP, das haben wir jetzt gerade in der Sekunde verpasst, jetzt gibt's die Flash rauf, ihr Kinder, Molotov kommt, Stungy, die Position ist insane, ah, und dann nimmt er da oben den Spieler halt eben nicht raus, Blame F kann ihn kurz down schießen, ist aber jetzt in einer 1 gegen 4 Situation. Ja, natürlich in der Zwickmühle. Ja, jetzt macht er hier nochmal den nächsten gegen Quickard. Die Kinder könnt ihr auch rausnehmen, aber nein, der ist da zur Stelle. Da kommt so ein Haken. Loki sagt es. Ey, manchmal sind eure Nicknames auch hart, aber du hast einen Namen, den kann man auf jeden Fall aussprechen. Bei manchen habe ich so die Angst, dass meine Zunge dann nach 3 Wochen krank ist, weil ich sie einfach gebrochen habe. Und hier sehen wir nochmal in der Overview das Ganze heraufgehen und Blame F dann im 1. Ja, gegen 4 war es. Kann das sein, dass Complexity scheiße spielt? Naja, sie haben auf jeden Fall eine Map hier gerade gewonnen. Also sie spielen ja nicht schlecht, aber es ist nicht ihre Map. Ne? Also Virtus Pro hier mit diesem Map-Pick wirklich einen sehr guten ja, Map-Pick halt eben kurz dann bekommen. Das ist genauso wie gestern Navi halt eben in Complexity auf Mirage halt eben unterging. Kann man hier auf Vertigo untergehen. Aber Config zeigt hier doch nochmal die T-Stärke vielleicht. Es ist die 4 gegen 2... Überzahlsituation jetzt hier für Complexity. Wichtig erleben, dass man hier gut reinkommt. Ja, und MF, der bekommt Sinn. Das wird die erste Runde für Complexity sein. Der verliert es raus, das ist komplett richtig. Ja, und der verschießt, der ist auch down. Denn Quickard hat hier verschossen und ist somit auch gestorben. 4 zu 1. Aber auch diese 4 Runden schon bei Virtus Pro auf der CT-Seite sind schon insane. Naja, ein 15-4 hat Virtus Pro noch gewonnen, ne? Nicht, es wurde, würde auch noch, Alter, das war auch ein Hammerspiel gestern. Kann ich euch so sagen. Werde ich irgendwann mal mir nochmal angucken. Und dann denke ich mir, wie ist das eigentlich passiert? Die ganze Runde. So, jetzt baut man sich in Richtung BR auf. Da steht man zu zweit. Buster sogar in einer sehr guten Position. Hat hier ganz gleich den Kopf von... Ich glaube, das müsste Blame Elf? Nee, Config war's. Wir sehen. Jetzt gehen sie hier doch nochmal rum. Aber Buster findet hier nicht weiter die Situation. Jetzt gibt's hier die Smoke. Boah, Config. Sehr, sehr wichtig, das Ganze. Eieieiei. Quickard bekommt den Crack. JKS ist aber auch immer der, der als erstes stirbt gerade bei Complexity. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, der Molotov bringt da noch ein bisschen Schaden rein. Quickard down, Jame aber gegen Rush erfolgreich. Jetzt ist die 4 gegen 3 Überzahl, aber Config macht es zum Ausgleich. 3 gegen 3. Guter Molotov. Und Config. Oh mein Gott, da steht sie in einer Flucht!
Und Sanji kann mit der Deagle dann vollenden. Es ist die 2 gegen 1 Situation. Poison gefragt jetzt hier. Jetzt gibt es die Smoke auf der Bombe. Buster wird höchstwahrscheinlich sie jetzt hier auch gleich andiffusen. Ah, er wird Poison halt eben nochmal einmal rumlaufen. Ja, das hat er gut gespielt. Poison hat's gewonnen. Sehr, sehr schön. Complexity mit Runde Nummer 2. Ich glaube, der wollte die Waffe runterwerfen. Ja, da ist die AWP. Runde Nummer 7. Ja, wird es ein 3 zu 4. Also kommt man ganz nah ran an Virtus Pro. Oder gibt es jetzt diese 5. Runde? Wir schauen auf das Geld oder allgemein auf die Waffen bei Virtus Pro und sehen, hier sind Pistolen nur parat. Somit ist da halt eben bei der AWP bei James erstmal dann doch Endstation. Complexity spielt sehr langsam auf. Damit kann man das halt eben auch nochmal ein bisschen, kann man schon so sagen, so ein bisschen herbei hoffen, dass das Ding so wird. Buster sogar mit dem Kit, das stimmt, habt ihr richtig gesehen. Buster hat das Kit sogar. Jame. AWP könnte so einen ganz wichtigen Kill machen. Boah, der kassiert hier eine Packung kurzerhand. BOW. Ja, das ist diese T-Stärke, die wir jetzt hier haben. Das Geld ist auf Seiten von Complexity da. Die Utility kann man halt eben verwenden. Und ja, okay, es ist jetzt gegen Pistolen. Aber das ist schon die 3. Runde jetzt auf Seiten von Complexity. Und man bringt hier ganz klar bei Virtus Pro das. An sich ist es egal. Es gibt den Fall nur, wenn die Bombe nicht geplantet wird und die Runde läuft aus. Also die CTs gewinnen, dann sollte der T nach der Zeit, also nachdem die Runde abläuft, dann gekillt werden, weil dann würde er 0 Geld bekommen und er würde ja dann sterben. Das heißt, er hätte die Waffe, die er normalerweise durchbringen wollte, dann nicht mehr, plus kein Geld in der Runde. Jungs, gibt es nicht so eine billige AK? Ja, es gibt eine Galil. Vier zu drei. Waffenrunde. Sanji in der Position hat aber auch, glaube ich, das Dauerticket gebucht. Und Jame mit dem ersten hier oben über die Smoke-Kante hier Kinder zu stellen. Jane wird aber gerefackt am Seitengang. Damit ist die AWP da auch down. Jetzt kommt Quickert hier mit einer Smoke auch nochmal vielleicht rein. Aber nein, der überlebt das Ganze. Und JKS, wichtig hier im Sanji. Ah, die Position, die gefällt mir da nicht so, wenn man die immer so häufig spielt. Die kann man jetzt schnell lesen. Und Quickert von hinten ein Kill gemacht. Aber er kommt da vielleicht nicht mehr weg, aber doch. Poison mit JKS. In der 2 gegen 3 Situation. Jetzt ist man mit der Flash aber nochmal rausgekommen. Quickert überlebt das Ganze. Quickert macht sogar noch einen weiteren Kick in Poison. JKS mit 13 AP im Duell. 1 gegen 3. Der würde hier nochmal wirklich wichtige Zähler mitnehmen. Macht den ersten Kick gegen ihr Kinder. Jetzt ist es eine 2 gegen 1 Situation. Jetzt vermutet er natürlich Quickert am Seitengang. Jetzt gibt es eine hohe Flash
Einfach hoch hinaus. 10 Sekunden. Man versucht jetzt hier die Bombe zu planten. War angefaked, aber Quick hat direkt zur Stelle. Der Kill wird gemacht. Wird es Boom mit der 5. Runde auf der CT-Seite. Wieso smoked der CT da? Boah, ich hab jetzt. Ich weiß nicht, welche Smoke du meinst. Würde ich dir das ganz gerne erklären. Über welche wir da reden. War Config jetzt hier erstmal. Mit der Eröffnung in Runde Nummer 9. Wäre das jetzt hier noch doch nochmal ein Bego? Basta. Ah, nach ein Kill ist aber eben da auch das Ende. Wird die Bombe geplantet, ja. Das sieht hier gut für Complexity aus. Also die T-Seite, die funktioniert bei Complexity schon mal sehr gut. Wenig Fehler. Das macht es natürlich ein bisschen hart hier für Virtus Pro. Gerade wenn diese Kaufrunden nicht so intensiv sind. Ich glaube, das ist nicht mehr so der Fall. Ich habe oben jetzt keinen roten Strich mehr gesehen. Krass, ey. Hat sich geändert oder so? Bin mir da ziemlich sicher, dass das halt mal so war. Also. Ich glaube, er hat die Smoke halt eben ja so verwendet, weil im Endeffekt, du kannst nicht auf den B-Spot laufen, ohne nicht gehört zu werden. Das heißt, das Verschieben wäre auch gar nicht möglich gewesen. Die Bombe, dass er die Bombe bekommt, war jetzt nicht das Böseste überhaupt, was passiert hätte. Ah, sehr schön. Zusammen kriegt man hier Kinder, aber der wurde auch komplett alleine gelassen da in der Position. Basta, 4 gegen 4 Situation, aber der kommt da glaube ich nicht mehr. Oh mein Gott, ist das der Nate von JKS, die es in sich hat. Nochmal Teamschaden. Nate kam zurück. Ja, ich sag ja. Das hat eine Nate jetzt in sich, Alter. JKS hat da kurz mal selber sich genatet. Der hatte kurz Bock. Er wollte so knapp wie möglich rüber. Und dann ist das so wie bei Tischtennis, wenn der Tischtennisball einfach wieder zurückknallt. Der Oberhammer. Snake it up. Oh, Quickard. Junge, der ist ja richtig on fire hier gerade. Komm, hol dir Flame Elfner. Der macht's dann doch stärker. Und kann hier mit der 5:5 Runde hier erstmal den Ausgleich klar machen für Complexity. Ja, Runde Nummer 11. Wir haben wieder mal die Pistolen hier bei Virtus.pro vorfinden. Und das ist halt ultra katastrophal.
muss ich ganz ehrlich zu euch sagen, denn gerade in diesen Waffenhunden spielt World of Spore auf der A-Side immer so einen aggressiven Kram, dass da irgendeiner vorrennt. Und in den Pistolenrunden laufen sie zwar hier gerade in die Liga von den Kindern rein, aber das wird halt eben schwer. Bin ich ganz ehrlich bei euch. Die Hoffnung ist jetzt hier natürlich noch nicht verloren für World of Spore, aber mit dieser 5-zu-5-Situation hat Complexity zumindest schon mal alles im Griff. Weil ich sag mal so, auf der CT-Seite sollte man mindestens 6 Runden holen. Sonst wird's hart. Poison macht hier einen guten Job, der Refrag gegen die Kinder sitzt. Und man rotiert hier rüber in Richtung A. Jetzt kommt es drauf an. Was kann World of Spore jetzt hier mit den Pistolen anrichten? Gehen hier aber einen Seitengang ein Stück nach vorne. Macht Rush gut, aber danach ein Kill ist halt eben da auch Ende. Oh, was hat denn Sanji jetzt so? Nein, das funktioniert nicht. Ja, und dann ist Jame auch nochmal down. 6. Runde, Complexity. Geht hier in die Führung. Also Complexity mit der Führung jetzt hier auf Vertigo. Die Cider-Map gerade in Hin und Her ist eigentlich sehr, sehr spannend, das Ganze. Aber wichtig ist natürlich für World of Spore jetzt hier mal eine Folgerunde auch zu bekommen, wenn sie mal eine Runde überhaupt eh bekommen. Denn im Moment sind aus den letzten 7 Runden 6 an das Team hier von Complexity gegangen. Und die Jungs, die haben natürlich hier auch Bock, weiter Runde für Runde zu machen. Dass World of Spore auf der CT-Seite startet, ist natürlich ihr Wunsch gewesen. Die haben halt eben die Waffenrunde, die Messerrunde gewonnen und konnten halt eben entscheiden, dass sie auf der CT-Seite starten. Das ist einfach katastrophal, was wir jetzt hier so gerade ein bisschen so wahrnehmen. Quickard, jetzt gibt es den Fixpunkt Molotov auf die Side. Oh, hat gut funktioniert. Ach, Sanji. Problem F. Jetzt gibt es nochmal eine Nade. Oh! Bombe da. Und auch Quickard findet JKS. Das ist eine sehr wichtige Runde hier für Virtus Pro. Man kriegt 3 Waffen in die nächste Runde. Plus, es wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, hier mit einer Folgerunde wieder ins Game reinzugehen. 6. Runde ist auf jeden Fall wichtig, weil ich sag mal so 6 CT-Runden ist schon mal eine halbe Miete. Man kann gerne 10 Runden auf der T-Seite gewinnen. Testet man sich so ein bisschen an, Config spielt sogar wieder hier für eine A-Smoke. Kommt da jetzt an, ganz langsam. Hier kann man diesen Seitengang halt eben aussmoken. Ist aber ein Smoke vom C, also vom T-Smoke. Bin ich genial, dass sowas halt eben beieinander halt ganz gut geht. Dauert auch lange, das heißt, man kann sie so werfen und man hört sie erst ganz spät auf. So, jetzt kommt Contic in der Mitte zum Start und ja, Buster kann nicht wirklich viel Impact jetzt in dieser Runde erstmal haben. Quickard. Jetzt wird er hier gesplittet. Jetzt hat er zumindest das Gefühl, aber sehen die Rotation in Richtung A. Das ist der beste Call, den man hier machen kann auf Seiten von Complexity, denn das ist nur hier Kinder. Und der versucht sogar noch nach vorne zu gehen. Er hat überhaupt gar keine Info. Wenn man jetzt hier bei JKS. Nein, man bricht es doch nochmal ab. Und
Quick. Ah, ich glaube, da hat man den Spieler Quick hat gesehen. Wichtig, aber da kommen gute Flashes rein. James, die Bombe ist down. 28, 27, 26. JKS hat hinten und da kommt Kinder angesteppt. Der ist da auch down. Das ist die 1 gegen 4 Situation jetzt hier von Sanji. Ja, und das wird schwer. Das ist Runde Nummer 7. Wer wird's machen? Die letzten beiden Runden der ersten Halbzeit. Complexity braucht nur noch eine Runde, um hier die Halbzeitführung klar zu machen auf der B-Seite. Virtus Pro braucht zwei. So, jetzt geht's hier dann mit dem Molotow. Ah, mit der Nade. Mäusen. Dann steht man hier sehr gut auf A-Spot. Mäusen, einer P, Flame F und Mäusen zur Stelle, James. Boah, wie wichtig war der Kill gegen Poison, aber es geht jetzt in Richtung B. Da kann man es einnehmen. JKS, sehr gut schon auf der Side, hat er alles hier komplett in der Kontrolle. Rush kommt hier auch gut hinterher. Und man hat Config sogar nach vorne geschickt. Der sucht hier sogar schnell den Kontakt von Virtus Pro-Spieler. Jame. Lame F ist für hinten abgestellt. Also eigentlich hat hier Complexity alles auf der Rechnung. Also... das Ding ist hier, Virtus Pro ist gerade eingesperrt. Wie eine Maus in der Mausefalle. Bombe geht hoch. 8 zu 6. Die letzte Runde dieser ersten Halbzeit auf der Decider-Map zwischen Virtus Pro und Complexity. Die geht jetzt hier los. Und wir sehen, auf Seiten von Virtus Pro wird gut reingekauft. Da geht auch, ist halt immer noch Geld auf der Seite vorhanden. Und natürlich auch Complexity. Also das ist jetzt nochmal eine sehr wichtige Runde. Wird hier Virtus Pro 6 zu 9 die Halbzeit beenden oder kommen sie ran und es wird knapp. Das wäre für sie natürlich wünschenswert. Mit 7 zu 8 könnte Virtus Pro das Ganze hier gegen Complexity auch noch klar machen. Auf der Ebene. Jetzt baut man sich hier langsam für die Nades wieder in Richtung B und A auf und spielt es wieder an. Basta, Wasch in der Mitte. Sich wieder in Richtung A. Boah, kein Kill für James. Boah, Config. Quick hat hier aber zur Stelle. Super von ihr Kinder nochmal ausgeholfen. Es zieht 2 gegen 3 Situation. Die Kinder aber down und Buster ist letzter verbleibender Spieler jetzt hier von Virtus Pro im 1 gegen 3 Klatsch. Er muss es probieren. Das ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Jetzt ist hier oben das Kit noch an der Wand. Boah, aber er nimmt es nicht mit. Oh, der war sehr knapp am Kit dran. Aber da vorne liegt auch noch eins. Gar kein Problem. Das kann er auch aufnehmen, weil der läuft da auch vorbei. Ah, da ist es doch. Jetzt hat er es.
Er hat eine Smoke und noch zwei Flashes. Sechs Freunde, wir gehen in eine kurze Halbzeitpause hinein. Wir sind gleich wieder da bei 99 Damage mit Halbzeit Nummer 2. Bis gleich. Steht es jetzt hier in der Partie. Die zweite Halbzeit, sie beginnt und wir können hier reingehen. Complexity gegen Virtus Pro. Und wir gucken uns natürlich einmal nochmal die Quoten hier ein von GGBet. Und jetzt ist Complexity hier doch ein Stück noch wieder vorne. Ja, 1,47er Quote zu einer 2,64er bei Virtus Pro. Es geht hier erstmal in Richtung B. Und da kommt Buster mit direkt den Opening Kill hier auf Seiten von Virtus Pro gut rein. Config. Im Duell, ja, sucht es hier, zieht sich aber erstmal doch zurück und Virtus Pro kann hier in der 5 gegen 3 Situation einfach
einfach Plente. Oh, und das wird hart. JKS. Die Kinder aber nochmal mit Fake auf Seiten von Würzbo hier vertreten. Jetzt ist es die 4 gegen 2, Sebastian Basser kommt sogar von hinten schon durch den Lurk. Durch die Mitte hinweg, aber Quickart, der ist zur Stelle, der funktioniert jetzt zumindest auf Vertigo und Buster. Ja, von der Seite auch nochmal mit Pfeils gegen Blame F. Ah, Blame F, wer hat denn jetzt hier auch down gemacht? Die 7. Runde hier für Würzbo, die 1. auf der T-Seite. Das fängt hier ganz gut an und wir können natürlich einmal nochmal die Zeit nutzen, um hier Dankeschön zu sagen an Warsteiner Refreshing Taste for the Win. Die hier das ganze Projekt natürlich ermöglichen. Natürlich auch GG Bad. Wette ohne Risiko bis zu 15 Euro mit dem 99 DMG. Und Skinport, euer Ansprechpartner fürs Verkaufen und Kaufen von Skins. CSGO Skins, Fragezeichen, Skinport. By the way, gibt es auch ein Giveaway auf Twitter von Skinport gerade? Nebenher. Also wenn ihr Osterskins kaufen wollte ich schon sagen, gewinnen wollt, schaut mal ganz schlau bei Twitter hier bei uns, bei 99 Damage. Wobei mit ausreichend Social kommt ihr auch darauf und habt dann die Möglichkeit, da sogar ein Messer sogar zu gewinnen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Ja, könnt ihr auch ein paar Grüße da lassen, halt eben bei Pegasus, der macht einen super Job. Auch wieder hinweg hier übers Wochenende war da die ein oder zwei Lacher schon da ganz gut dabei. Hier sehen wir Config, Seitengang. Ja, Virtus Pro spielt hier wirklich langsam. Schön hier. Config, Crack gemacht, die Kinder. Wunderbar, Wash aber mit einem Refrag und jetzt ist es hier die Unterzahlsituation. Die Zeit, die tickt ab, aber man will halt einfach nur die Bombe hier nochmal planten. Schafft man sogar, jetzt kommt man hier nochmal weg. Buster sogar nochmal mit dem Kill. Man kommt hier nochmal komplett zurück. Und die Bombe, die tickt hier, aber sie ist an einer ungünstigen Position, gerade vom Seitengang. Kann man da nicht wirklich eingreifen. Und jetzt läuft man über den Seitengang. Blame F sollte eigentlich gleich von Jame hier gespottet werden. Sehr schön. JKS ist wieder durchdiffusen. Ah, jetzt gibt's nur die Fake Steps dahin. Der Config macht's hier nochmal eigentlich fast alles off. Da gibt's hier von Rush sogar noch den Crack. Aber am Ende geht das Ding hier trotzdem aufs Konto von Würzburg. Das ist natürlich katastrophal. Jo, ihr Kinder, jumpt da nochmal weg. Ja, jetzt hat man das abgesmoked. Es gibt natürlich auch die Chance, hat ihn dazu hier. Jetzt geht man aus der Smoke einfach raus. Das hält man aber nicht. Buster mit ein paar Problemen. Wird auch gut runtergehittet. Hinten aber Quicker doch nochmal gegen Poison gut unterwegs. Und dann gibt es eine Nate von die Kinder. Und damit ist es JKS. Es ist das 9:9.
Man ist auf der T-Seite jetzt bei Virtus Pro. Wo es eigentlich einfacher ist, hier unten zu bekommen. Sanji. Oh, ihr Kinder. Wurde das Köpfchen gesehen. Aber Poison bleibt trotzdem still. Unten kriegt den Unhit hin. Boah, das ist jetzt eine wichtige Runde. Jetzt komplett jetzt wieder. Das ist eine Kaufrunde, die so viel Impact hat. Und man hat gar keine Kontrolle. Man hat hier erstmal die Kontrolle hier vorne nicht. Sie flasht super stark von Poison. Jetzt ist er hier nochmal geflasht. Muss ich erstmal zurückziehen. Aber er sucht weiter das Duell. Jetzt kommt die nächste Flash hinterher. Buster wartet eigentlich nur auf den Push. Von B. Poison im Seitengang. Jetzt kann man Molotov aus genau seine Position. Damit wird man halt hier weggedrückt. Jame. Jetzt kommt es hier auf das Duell drauf an. Du Arsch mit zwei. Sehr schön gemacht. Die Bombe ist auch down. Und bei 10 Sekunden ist es over. Es ist einfach over. Virtus Pro verbrennt hier kurzerhand diese Runde. Die Zeit. Bloß halt eben auch das Duell gegen Poison konnte man nicht gewinnen. Molotov kommt drauf. Wasch, ja. Boah, wichtig, gegen ihr Kinder hier erfolgreich zu sein. Und Quick in der Mitte kann da auch den Kill setzen gegen Quickard. Ja, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Wash in der Mitte hier auch nochmal checken. Ah, da findet das Sanji, aber Sanji findet eher Wash. Ist hier der Kill nochmal gefallen. Es ist die 4 gegen 3 Überzahlsituation hier auf der CD-Seite von Complexity und sie wird hier nochmal erhöht. Es wird noch ein Spieler rausgenommen. Jetzt ist es hier Jame in der Mitte, der sich nochmal zeigt. Und es soll am Ende hier, glaube ich, noch gesaved werden, oder? Bombe doch nochmal hin. Probieren wir uns doch nochmal in Richtung A zu gehen. Jame wird hier nochmal eine Jame-Time machen. Wieso benutzt dieser Map keiner mehr die Mitte? Wurde ja gerade eben benutzt. Guck's ja an. Conflict hat's aber einfach kurzhand bestraft. Ne? Also Quickard wurde da abgestellt. Ja, es ist immer ein bisschen Herteile. Es ist schon
Also diese Map ist sehr komplex, gerade auch mit diesem Aufbau. Also es gibt hier kein, so wie, keine Ahnung, das zwei, man geht lang, man stellt einen ab und dann geht man über kurz und dann arbeitet man zusammen rum. Das funktioniert hier nicht so gut. Entweder behält man diese Kontrolle oder behält sie eher nicht. Mein Gott, das ist mein hier gehen. Von da. Oh, was? Also mit einem Jump drauf? Wollen sie es machen? Iu. Ah, konnte ganz machen. Oh, die Nade. Oh. Oh, ist das gut gespielt hier dann. So komplex sieht das gut verhalten. So, keine Ahnung, normal ist, aber hier am Sonntag kann man auch mal so einen Sonntagsschuss hier setzen. Gar kein Problem, ihr Kinder, mit James. Ja, und die Terroristenseite, die wird dann doch ein bisschen schwieriger hier für Curtis Bro. Ist doch noch nicht so lang. Okay, ja, okay. Poison hat jetzt aber auch ein bisschen Urlaub mit seiner AWP. Also Jame hat aber auch gefühlt auf jeder Map schon mal das gemacht, ja. Goodbye, my friend. Ey, Jungs, jetzt mal Real Talk, ne? Das habe ich heute in meinem privaten Stream thematisiert, ne? Chips sind's doch, oder? Also Chips doch größer als Schokolade, oder? Never? Als ob ihr Schokolade besser als Chips findet. Okay, ich sag mal, ich habe gesagt Chips und Knickknacks. Das sind die Nonplusultra-Kombo. Wenn du das auf dem Tisch hast, brauchst du keine Schokolade. Config. Sauber, stark reagiert da. Jetzt gibt's den Bombenplatz nochmal schön hoch. Config, was ist denn los mit ihm? Junge, du dritten hinterher! Niemals hat er den da fast sogar noch gemacht. Basta. Quick hat aber noch mit dem Kill. Oh, das kann ich noch nicht durch. Das ist noch nicht durch, aber da wird hier noch nicht durchgehalten. Oh, Config von hinten. Junge, Config. Oh, die Bombe. Ah, das wird knapp, das wird knapp. Junge, was? Kalkuliert wurde hier von Complexity. Bis zur letzten Sekunde nochmal mit der Stoppuhr gestoppt, das Ganze. Pit, du bist sympathisch, muss ich sagen. Pit 7-6. Muss ich wirklich sagen. Sympathisch ist Kirch. Oh, Config. Der hat aber auch nicht Bock, jetzt hier mit der AWP auch durch. Das hat doch gerade so gepasst. Und wasch. Oh nein, aber der Poison. Nur ein und ihr Kinder zeigt hier doch nochmal, was er kann. Oh, kann er Heaven jetzt abnehmen? Das wäre ja komplett drastisch. Oh, der Molotov, die Bombe ist down. No, also das ist doch illegal, was Config da macht. Das macht er zwei Runden hintereinander. Admin? Hallo, wo ist denn hier der Admin mal auf dem Server? Oh mein Gott, und dann verschießt er den. Ja, das ist kind of sus.
Also wenn er den jetzt nicht, also hätte er den gemacht, wäre er nicht gesagt, okay, vielleicht ist er doch gut, aber nee, nee. Da wollte er doch uns zeigen, dass er auch mal verschießt, oder? Oh mein Gott, JKS, du bist aber auch ein kleines Schnitzel, oder? Alter, du verwendest aber auch deine, also das nennt, also wenn ihr jetzt rausfinden wolltet, wie man einen Mate verkaufen kann, dann ist das hier, glaube ich, der beste Fall, wie man hier einen verkauft. Alter, guck dir das an, das wird katastrophal. Wenn Buster da piekt, den wird er doch niemals sehen. Ja, ihr Kinder, jetzt hier nochmal Buster hinterher. Warte mal. So ein paar Chips sind geil. Punkt, Punkt, Punkt. Aber nach 5 Stück habe ich spätestens keinen Bock mehr. Wait a minute. Nach 5 Chips. Runde 24. Oh mein Gott, das wäre aber auch 10, wenn James Ding gesetzt hätte. Und da kommt JKS. Ein Kill gemacht. Jay wird aber kurzerhand dann mit dem Molotow da zum Täter an der ersten Kante. Es geht jetzt hier langsam vor, ihr Kinder. Der versucht es jetzt hier nochmal zu reißen. Jay, der wartet hier ab. Der wartet hier auf das Verlockungsangebot hier. Auf den Peak. Oh Gott, Fick, was? Das ist ja höchst illegal, was der hier gerade macht. 18 Kills, aber davon sind ja 18, aber sowas von dreist. Jetzt geht's hier vor, Rush bekommt die Kinder. Config hat sich in eine andere Position geschlängelt. Jetzt aimt er hier sogar noch perfekt an. Der aimt an, dann kriegt er hier von der Seite. Und den nächsten hinterher. Config. Das ist so stark, was er hier gerade mit seiner AWP leistet. Und es sieht hier sehr, sehr gut hier für Complexity aus. Jetzt schauen wir mal an. Also erstmal hat hier Konflikt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was sie hier für Fracks sehen. Und das ist auch wieder ultra Quickscope einfach. Jetzt geht's hier vor. Sanji. Poison nochmal mit einer Gegenwehr. Blame F. Und der hat die richtigen Krieger. Config ist jetzt auch richtig dreist geworden in letzter Zeit, so jetzt, ne? Jetzt, also, nicht, dass er dreist ist wegen den Schüssen hier manchmal setzt, aber guckt euch mal an, wo der jetzt steht. Hat doch gar keinen Respekt mehr. Der hat jetzt einfach richtig Bock. Der geht bei ihm so hart rein, dass er sich so denkt, dass er hier irgendwo offen auf dem Spot, auf einer Kiste hocken kann. Das könnte eine gute Position sein, weil da kommt man nur mit. Nur der Headshot guckt da jetzt raus beim Buster. Dadurch wissen sie, dass da noch ein Spieler ist. Und die Nate gegen Jame. Oh mein Gott, hat der Glück auf 7 AP, wenn die hier runtergeht. Blame F ist down. Dann gibt sie Flash auf die Side. Config gefragt. Boah, Poison kann auch aus der Situation einen Kill machen gegen Jame. Boah, Poison. So ein bisschen noch quickert. Und er wird von hinten gleich diese. Okay. Der hat sogar noch im Schirm. Jetzt wird die Bombe geplantet. Er hat nicht viel Zeit. Von der Seite ist Config dann zur Stelle.
15. Runde Complexity. 5 Runden benötigt hier wird es pro, um das ganze Ding hier nochmal umzuändern. Freunde, das könnte hier die letzte Runde in diesen Matchups sein. Könnte Complexity hier mit 16 zu 10 das Ticket in die Top 6 der EPL Season 13 hier machen. Config aimt es hier jetzt in der Mitte diesmal ab. Findet da erstmal nichts. Geht hier sogar wieder vor. Also der ist natürlich immer an ein paar anderen Positionen unterwegs, um natürlich halt eben Virtus Pro hier Schaden dabei zu finden. Jetzt ist Blame F. Preußen. Man rotiert hier schon sehr rüber in Richtung A. Jetzt wird hier Preußen doch mal geboostet. Nee, haben sie doch nochmal abgebrochen. Ah, das wird schwer. So Virtus Pro hat hier eine Mammutaufgabe. Poison, den hat er ja nicht mal abgedrückt. Jetzt kommt Rush mit fast 2. Quickert hier. Von Seitengang und es ist eine 2 gegen 3 Situation. Es geht ja von der Seite von Quickert. Ja, das wird nochmal Runde Nummer 11 jetzt hier für Virtus Pro. Sehr wichtig sind natürlich auch die Waffen. Jame kann die AWP mitbringen. Gibt es nochmal 2 AKs. Plus man kann halt eben diese Runde sowieso gewinnen. Das ist ja ewig gewesen, weil sonst wird es nicht weitergehen. Und hier hat man den zweiten Spieler noch im Schirm. Aber das habe ich nicht verstanden. Er wird einfach kurz rein. Schleicht er einfach rein. Ja, Virtus Pro hat auf jeden Fall im Verlauf dieses Turnieres gezeigt, dass sie ein Comeback leisten können. Dass sie auch gegen die Wand spielen können. Also wirklich gegen eine 15. Runde. Am Ende müssen wir hier nochmal feststellen, ob das auf Vertigo auch so passieren kann. Das, was auf das 2 passiert ist, gegen Enz, das war höchst magisch. Aber kann man es hier im Duell gegen Complexity vielleicht wiederholen? Die 15. Runde, sie steht. Blame F, hat man das spotten können? Gibt es diese kleine Eco-Runde im Aufbau auf dem B-Spot jetzt hier von Complexity? In der Mitte, Poison direkt down, JKS mit Rush zusammen werden jetzt hier den B-Spot erstmal pushen. Buster, der wird natürlich jetzt gerade mit der Bombe in Richtung A-Spot gecallt. Jetzt sieht man hier Sanji, der kriegt von der Seite hier gleich was. Und der kassiert von Rush. Und Blame F. Oh, wenn er das jetzt mit der Deagle macht, was er mit der AWP macht, dann bin ich hier aber out of order. Nee. Also bisher sah es noch nicht so danach aus. Sehr stark. Der Kill gegen Config. Jame hinterher. Jame, oh, es könnte auch nochmal spannend sein. Und JKS, der Diffused. Der Diffused! Der zieht da durch! Der zieht durch! Der Diffused einfach durch! Junge, das ist die Runde für Complexity! Die haben da einfach eiskalt draufgehalten. Die Bombe wird durchdiffused und somit geht es hier an Complexity. Die gewinnt 2 zu 1 gegen Virtus Pro. Junge, der hat einfach reingehalten. Einfach diffused, Freunde.